Rote Rosen-Vorschau Folge 3622. Charlotte ist genervt. Simon drängt sie, sich geschäftlich auf Amelie einzulassen. Amelie sieht derweil ihr Hotelprojekt scheitern. Als ihr klar wird, wie verliebt Charlotte in Philipp ist, kommt ihr eine skrupellose Idee, ihr Bruder soll Charlotte verführen, um an ihr Geld zu kommen. Sandra wirft Bernd nach seinem Geständnis, hinter den falschen Beschuldigungen gegenüber Niki zu stecken, raus. Schmerzlich wird ihr bewusst, sie hat das Vertrauen in Bernd vollständig verloren. Malte unterbreitet Annette einen Darlehensvertrag, der keine Risiken für sie birgt. Annette nimmt das Geld an und bekommt so den nötigen Kredit von der Bank. Als die NOZ über sie berichtet, landet Malte unwissentlich mit auf einem Foto. Hendrik versucht, seinen Frust über Annemarie in Alkohol zu ertränken. Mit bitterem Erwachen, Annemarie spielt ihm wütend eine Mailbox-Nachricht vor, die er ihr volltrunken hinterlassen hat.